Dann schauen wir mal weiter. Ein Jan Ma, ein Jan Mega, der andere, ja, das sind nochmal die gleichen Höhen. Ein Selebi. Tropius. Ein Bautz. Hier wieder in Holo. Wenn man sieht, so leicht, genau. Weiterentwicklung. Hier auch wieder ein Holo. Chipsticks. Ein Sarut. Fehlt mir auch noch mehr Sammlung. Hatte ich auch noch nicht. Dann wieder ein japanisches. Auch sehr schönes Artwork mit den Äpfeln im Apfelbaum hinten und dann vorne. Sehr schön. Ein Seeper. Ein Bamelin. Oh, schön, wie es da so sitzt. Auch wieder ein Holo. Ein Boyelin. Ein Manaphy. Ein Vulcanion. Ich glaube, die Karte habe ich auch noch nie gehabt. Ihr wisst, das ist das einzigste Feuerwasser-Pokémon, was es gibt. Schauen wir mal, eins Nom Nom. Wie ist der auf der Bank chillt? Also, wenn es echt so große Verhältnisse sind, dann ist das Nom Nom echt riesig. So groß wie die ganze Bank. Ja. Aber nochmal Seeper. Tatsu. Auf Japanisch Tatsu. Sehr schön. Rengeki. Okay, das sind die japanische Karten. Ich staune jetzt gerade, ich bin gerade so ruhig, weil ich gerade so staune über diese Artworks und ich mag grundsätzlich japanische Karten sehr gern, deswegen bin ich gerade so ruhig, weil ich gerade am Staunen bin. Da gucke ich mir gerne auch diese Artworks an und die Schrift. Und wenn man eine andere Sprache lernt, dann liest man automatisch schon, was da steht. Und, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen, deswegen lese ich jetzt gar nicht vor, was da alles so steht. Genau. Sehr schön bis jetzt. Gefällt mir sehr gut. Sehr viel Mühe reingesteckt. Sehr viel Arbeit. Mal gucken, dass es irgendwie aufs Bild alles passt. Wenn ich die Kamera jetzt ein bisschen runtergemacht habe, habe ich weniger Platz. So. Jetzt, Gurke, du passt noch auf. Der zweite Teil. Mit dem tollen Elfun hier vorne drauf. Auch hier wieder die Schrift schön draufgeklebt, ausgeschnitten. Das macht mega Arbeit, mit Sicherheit. Mega Arbeit. Aber vorsichtig, da kommen die Karten schon was rausgefunden. Ich glaube, sogar die Box ist selber gemacht. Man kann ja mal Hanni in die Kommentare schreiben, ob sie das auch selber gemacht hat. Da mal das Elfun. Jetzt aufpassen, dass nichts rausfällt. Hier. Hoppala, die Hälfte hängen. So, da oben hin. Jetzt weiter geht's. Jetzt scheint gerade die Sonne so ein bisschen hier rein. Mal gucken, dass es nicht blendet. Ein Knilz. Dazu passend das Kappels Ober. Mega schönes Artwork. Mal kurz nach hinten gucken. Aha, Moment. Stopp mal. Da haben wir zum 25. Jubiläum. Aus der Celebrations Box nehme ich an, wird es sein. Wieder mit dem Pikachu mit der 25 drauf. Auch sehr schön, der Pikachu-Schweif mit dabei. Und, ich weiß nicht, ob man es gerade so sieht, ein bisschen weiter weg vielleicht, sind sämtliche Starter-Pokémon drauf. Genau. Also, ein Tropius, ein Chillast, ein Checkerein und ein Kiguki. Dann haben sie mir mal schwer auszusprechen. Dann haben wir hier ein Chincha oder ein Panflam auf Deutsch. Ein Panpyro. Die Karte gefällt mir sehr gut. Die gefällt mir sehr gut. Ich kann gar nicht sagen warum, aber es sieht einfach nur cool aus. Dann ein Sterndu. Ein Stami. Ein Lapras in Holoverse.
Kreuzkorb. Ein Krepotak. Ein Schnäppke. Ein Blindfer. Ah, vor dem Tempel, schaut mal, seht ihr das? Sehr schön. Ein Blibrin. Und ein Empoleon. Ich liebe dieses Pokémon. Kurz ein bisschen die Sonne, wenn wir sie gerade da haben. Ja, nee, ja doch, man sieht so ein bisschen, wie es Holo ist. Empoleon, ich finde es ein mega cooles Pokémon. Auch die Kombi Stahl-Wasser ist einfach mega cool. Als es damals eingeführt wurde, war das auf jeden Fall meine erste Wahl im Spiel. Dann haben wir wieder ein Bamelin. Wir haben ein Petsneef. Ein, ja, wie heißt jetzt die Weiterentwicklung? Ich habe es gerade eben schon gesagt. Ich schreibe es unten drunter. Ein Kubuin. Komischerweise, dieses Pokémon habe ich nie benutzt, aber ich kenne seinen Namen. Auch hier wieder ein Holo Reverse. Ein Fusion-Angriff. Fusion Strike, also Fusion-Angriff. Dann ein Magma. Lustig. Sehr schön. Ein Magbrand und ein Elevoltec. Ein Electek. Voltec nochmal mit Magbrand im Hintergrund, also die Karten gehören zusammen, jeweils immer unterschiedlich. Da ein Shinux, ein Luxio und ein Luxtra, auch dieses Pokémon, ich liebe es, hab's jetzt nicht. Ich werde jetzt gleich die Kamera mal ein bisschen anders stellen, weil das stört mich jetzt gerade. Dann ein Pachirisu. Und ein Pipi. Und ihr wisst, ich mag Pipi sehr gern. Allein schon weniger als Artworks. So. Kurz hier einen Schnitt und dann werde ich die Kamera mal anders stellen. So, liebe Gurke, danke, dass du aufgepasst hast. Ich packe dich mal schnell auf die Seite, damit ich ans Booster drankomme. Sehr schön. Und da freue ich mich jetzt besonders drauf. Jetzt erkenne ich es gerade erst. Da ist ein Hokumil drauf. Kamera. Bitte scharf. Aber ich glaube, man erkennt es ganz gut. So, jetzt nehmen wir mal den Schlüssel ab. Und schließen mal ultimative Booster auf. Jetzt mal hier unten. So, aufgeschlossen. Mal schauen. Ah, okay. Aufmachen. Auch hier wieder sehr schön verziert. Also Hanni, ich muss sagen, mega Arbeit reingesteckt. Auch die Box ist selber gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt auf den ultimativen Booster.